Ja, eine seltsame Anwesenheit ist War hier. das nicht hier, wenn du hier Pokécom gemacht hast? Ah nee, wir haben ja das Radio noch gar nicht. War das nicht hier Nein. so, wenn du hier das Radio angemacht hast, dass dann hier so komische Musik kam? Das weiß ich gar nicht. Na gut, wir haben jetzt kein Radio leider. Da kommen Resch kommen wir noch nicht hin. Also Abmarsch. Dann gehen wir mal weiter. Wo geht's denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Laufen wir einfach und. Ein Cut. Ach, der hat nur unnützes Zeug. Was? Achso, ich bekomme was? Was kriege ich? Ja, wunderbar. Super. Ich habe auch so viele Pflanzen-Pokémon. Okay, dann geht's mal weiter. Und ein wildes Pokémon. Was gibt's denn? Nee, Vielleicht ein oder? I. Männlich auch noch. Oh, meine Güte. Gleich weg mit dem Viech, gleich weg. Und es gibt immer noch Erfahrungspunkte. Yay! Okay, und du willst kämpfen. Ich wusste es. Denkst also, was? Du denkst also, du bist stark? Ja, natürlich stärker als du allemal. Gott, wie doof die grinsen, hey. Als ob die einen aufs Maul gekriegt. Trainer Nils mit IE. Und ich habe einen Nils! Ratzfratz. Ich bin die Schande von Nils! Pokémon. Ein Namensmissbrauch! Ich bin die Schande von Pokémon. Nein! Ich bin eine Mega-Schande. Naja, sei froh. Man schreibt nicht, wenn ich dieses Spiel. Naja, stimmt auch. Oh nee, nicht Blutsauger. Ich saug dir Outlier dein Blut, nachdem ich dir die Nase gebrochen hab. Graf Dracula! Dr. Akula. Ah, ich hasse diese Trainer und tschüss. Naja, wir sind schon bald wieder auf 17. Was, du bist stark hier, ja, das weiß ich auch. Okay, wo geht's denn lang? Gehen wir hier lang. Und du? Hä? Du kämpfst? Warum? Ah ja, die hier. Von der kriegst du auch die Nummer. Das habe ich mir fast gedacht, weil die nämlich hingegangen ist. Ich telefoniere gerade. Nidoran Annette. weiblich. Aha. Und die hat einen Nidoran Nette, oder was? Und Tackle und ach herrje. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind die alle so schwach. Ja, irgendwie schon. Und erledigt. Und schon fast Level Up. Das ist gut. Nimm es leicht, das ist gemein. Hä? Warum soll ich es leicht nehmen, wenn ich doch kein Problem habe? Was? Ich hatte einen Blush. Wow, du bist ein Gegner, bist du ein. Was? Nein, 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 nein. Nein! Ich will auch mit dir keine Nummern tauschen. Och Mann, warum denn nicht von einem Mädchen? Die ist sicher genauso stinkig wie dieser komische Käferfreak. Weiter. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ah, Ein wenn es was gratis gibt, bin ich immer dabei. Gras gratis. Ja. So, wie sieht's aus? Ich wusste, dass da Gras kommt. Ich weiß auch, dass ein Pokémon. Oh Gott, was ist das? Ein Freak oder was ist das, wenn der schon so schwätzt? Nee, ein hässlicher Camper. Ein Camper. Ein Camper, mein Gott, der zockt wahrscheinlich immer auch so Ballerspiele. Okay, dann Nidoran männlich. Ironisch, dass der das hat. Und auf dem gleichen Level zufällig. Und jetzt genau, wer kriegt Olaf ein zweites Loch? Oder ein drittes Nasenloch? Mal schauen. Und erledigt. Und wir kriegen ein Level Up auf 17. Und lernen mal wieder nichts Neues. Nein. Mir fällt gerade auf, ich nenne das Pokémon heißt Olaf, ist aber weiblich. Jetzt, wo du es sagst. Arme Olafine, ich muss die mal umbenennen irgendwann mal. Aber das kannst du, glaube ich, erst im letzten, in der letzten Stadt. Ja.
Und da grinst der doof. Der Einer? Was ist denn das für ein Name? Einer. Oh, will ich haben. Bellino. Das grinst sie so. Hat er sich den Gesichtsnerv eingeklemmt? Keine Ahnung, ich weiß bloß, will ich haben. Mhm. Was denn? Ich will. Knuddel-Pokémon will ich immer gleich haben. Das ist so. Naja, das verstehe ich. Und ich will lieber ein weibliches, das keinen Rutenschlag kann. Und damit gewinnt Teenager Einer. Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Ja, das denke ich auch manchmal. Am Arsch. Das denke ich auch oft, bloß ich behalte meistens recht. Schmackhafte Fleckmon-Route. 1 Million Euro. Ja, klar, ich hab ne Mille, klar, Ne Million Poké-Dollar, das ist jetzt nicht in sein Ernst, oder? Doch. Ne Fleckmon-Route. Ja, groß schade, dass es da an einem einzigen Poké-Dollar mangelt. Jo, und, oh, da ist schon der Wegstehen, Honk. Dieser Orden, er ist aus Violett, irgendwas sind die, du hast Falk besiegt. Nee, ich hab den niedergeknüppelt. Wir haben einen geräuchelt, der einen hatte und seine Leiche versteckt. Ich wollte jetzt eigentlich, ich hab ihn mit meiner Rute niedergeknüppelt, weißt du, und hab den Orden genommen, so sieht die Sache aus. Ja, oder besser gesagt, wir haben einen geräuchelt und seine Leiche versteckt. Ja, haben wir doch, nachdem ich ihn geknüppelt hab mit meiner Rute. Oh Mann. Also lass mal schauen. Oh, ja natürlich, Volltreffer. Jetzt kommt ein Volltreffer. Wo wir es überhaupt nicht mehr brauchen, klar. Genau. Okay, Taubsi ist am Start schon wieder. Drecks Taubsi. Und futsch. Next. Ach so, ein bisschen Abwechslung. Jetzt ist ein anderes, jetzt ist ein Habitat. Was für eine Abwechslung. Oh, hä? Natürlich mal wieder nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Also, Kratzer und das Viech ist dort und wir sind glücklich und hahaha. Und wir sind schon bald wieder Level up, das gibt's doch nicht. Aha. Und guck mal, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Ach, ja, ist doch erst eine Dreiviertelstunde. Was ist das jetzt? Ein Schild. Einheitstunnel geradeaus. Also, wir erreichen schon im zweiten Part jetzt, wenn wir so weitermachen, die zweite Stadt. Yeah, gratis Rang. Oh. Und weil ich nicht kämpfen will, tschüss. Piss dich. Ab. Hey. Bäh. Zubat. Ey, ob du es mir glaubst oder nicht, ich hab im Eispfad, also... Ja, im Eispfad, ich weiß, was du meinst. Vor der letzten Stadt habe ich einen Shiny Zubat gefangen. Okay, das ist cool. Shiny, so... Ach, das gab schon den Golden Shiny Pokémon. Na ja, oder was glaubst du, war der rote Garados auf dem See? Ja klar, das ist ein Shiny Garados, aber... Oh, der hat einen Onix. Tja, das ist ziemlich schnell platt, das Onix. Da hilft ihm sein Level 11 auch nicht viel. Jo, aber immerhin geht das Level jetzt langsam mal über die 10. Yep. Und damit haben wir auch... Wow. Fast ein Level up, schon wieder. Du hast es mir gegeben, sagt er. Boah, das ist ja so eine kleine Schuleratte, das ist ja unglaublich. Du hast es ihm gegeben. Warum sollte ich nochmal einen Onix eigentlich tauschen? Das sind doch Onixe. Also, vielleicht ist es ein paar Level höher. Das kannst du deswegen nicht sagen, weil im Normalfall ist es so, wenn du Pokémon tauschst mit jemand, hat es das Level von dem Pokémon, das du mit ihm tauschst. Ah, jetzt entwickelt er sich ja. Hey! Und damit... Und jetzt haben wir ein cooles Tyrakrok. Yo, Olaf wurde zu Tyrakrocken, heißt immer noch Olaf, obwohl es eigentlich eine Olafine ist. Naja.
Ja. Und du bist bemerkt. Tja, und er will auch kämpfen. Du bist auf dem Weg nach Azalea City. Und was, ob du eines Kampfes würdig bist? Ja, wenn du mich bekämpfst, scheint das wohl der Fall zu sein. Ach, das sind solche elenden Grinsebacken, das ist schlimm. Ach, das ist der Burkhardt mit... Warum wusste ich's? Burkhardt! Mit einem Viererkleid... Komm. Also, ja. Der eine hat einen Elfer Onyx. One-Hit-Kill, wie sieht's dann wohl bei einem Vierer-Kleinstein aus? Also, ein kleiner KP bleibt übrig. Ja, genau. Genau. Ah. Ja, lach nicht. Das gibt's wirklich. Ja, ich kenn's. Da gibt's Trugschlag. Wenn du die Attacke meinst. Trugschlag, gell? Bleibt ein KP übrig. Mhm. Die ist halt gut zum Pokémon fangen. Ja, das ist er. Okay, der hat also einen Kleinstein Level 4, eins Level 6 und eins Level 8. Wo ist da der Sinn dahinter? Ein Fall fürs FBI. Oh ja, aber wirklich. Oh, okay. Und dann... Hey! Und was haben wir? Oh, ein Sandan! Yo, wir haben einen Sandan und gleich haben wir keinen Sandan mehr. Siehst du? Kein Sandan mehr. Du willst. Das ist das Einzige, was ich hasse, dass du dir am Anfang keinen Superschutz oder sowas holen kannst. Yep, das ist. Ja, Alfurzlan kommt irgendein Pokémon und geht dir auf den Keks. Alfurzlan. Warte mal einen Augenblick. Wir sind noch gerade im Einheitstunnel. Ja. Ach nee, das geht ja noch gar nicht. Da brauchst du Surfer für das, was du denkst. Ja, du weißt doch, was ich meine. Jo. Nee, nicht Mashok. Nicht Capoeira, die Vorform davon. Hm? Oder meinst du nicht diesen komischen Karate-Trainer da? Nee, du bist ganz woanders. Weißt du nicht, dass man hier ein bestimmtes Pokémon fangen kann? Jeden Freitag? War das Lapras? Ja. Ah, dann hab ich's verwechselt. Dann kriegst du hier Lapras, so war's. Ja, aber halt nicht ohne Surfer. Ja. Und da wir ja 3 Tage im... Also wenn hier jetzt... Was? Wie bitte? Was ist, wenn hier jetzt Freitag ist, ist da glaube ich Dienstag oder Montag. Jo, ich weiß, was du meinst. Ja, weil du hast doch 3 Tage vor oder zurückgestellt. Oh, hey, gerade seit... Ja. Wir gerade seit... Ich bin jetzt deprimiert. Auf einmal kommt so ein Zwerg und schnappt mir von der Nase weg. Na, genau. Bin immer noch deprimiert. Weswegen? Mit Gratis-Item. Mit Gratis-Item. Aber dann kommt Pokémon und... Juhu, ich hab Gratis-Item, ich bin wieder super drauf. Ja, ein Superball. So, komm. Oh, nee. Nächstes wildes... Viech. Und dann natürlich ein Radfratz. Oh mein Gott. Oh. Wie ist es männlich? Ja, es ist männlich. Oh mein Gott. Also wenn das so weitergeht, sind wir auf Level 20, bevor wir hier draußen sind. Aber echt, du, da geht's echt noch. Oh, gratis an dem. X-Crap. Aber es ist gratis. Und das nächste Pokémon. Ich hasse Höhlen ohne Schutz oder irgendwie sowas. Ich hasse es. Ja, wie mal einer zu mir gesagt hat, weißt du, was ich so toll an den Höhlen finde? All die Zuwachs. Und ich zu ihm, halt's Maul. Ja, komm, wir wissen genau von wem. Genau. Das ist ziemlich offensichtlich. Und da kommt ein Sandan Level 6.
Und da war ein Sander an Level 6. Level 6. Na, lieber das als Level 12. Sieh's mal positiv, dann gibt's mehr Erfahrungspunkte. Ja, das stimmt auch. Was, ich bin sein Rivale? Seit wann? Oh Gott, ein Pokémaniac. So, Satoru, was ist das für ein Name? Oh, ein Flagmon. Der guckt immer so, als ob er die letzten Shrimps vom Buffet gegessen hat. Tja, wer weiß, vielleicht hat er es auch. Das würde erklären, warum auch der Hummer nicht mehr da ist. Obwohl, nee, Hummer nicht. Ich verachte sowas, wie man mit Hummer umgeht. Wie, warum die Lachsfilets weg sind, würde das auch erklären. Und erledigt. Jetzt muss er kotzen. Und da kommt er als Lachsfilet hoch. Oh, sein armes Pokémon. Wie kann er nur gegen meinen 19er verlieren mit seinem Imba-10er? So. Oh, das Gratis-Item. Gratis. Ey! Erst Gratis-Item, dann kämpfen. Mensch. Ein Level 4 8er Kleinstein. Oh, das ist so totes Viech. Das will sich zwischen mich und mein Gratis-Item stellen. Und das war's für Kleinstein. Und wir bekommen Erfahrungspunkte und kommen noch auf Level 20, bevor wir diese Höhle überhaupt verlassen. Oh, eine TM. Oh, okay. Was bringt die? Welche ist das? Komm, welche ist es? Oh, Sternschauer! Sternschauer! Oh, das kriege ich. Dann können wir endlich mal so eine scheiß Attacke hier los. Hey! Nein. Warum nicht? Also bei. Gerade seit dem. Oh, ja, beim Feuerriegel, aber das soll auch der können. Und Pokémon, wild, wo? Gratis-Item! Aufwecker! Yo, das ist am besten für mich, wenn ich dann endlich die Höhle durch bin, weil dann kann man das bei mir einsetzen. Also bei dir heißt Aufwecker Kaffee. Jo, aber wirklich Kaffee. Und der nächste Gegner, und wir kommen, glaube ich, echt erst raus, wenn wir Level 20 sind, oder? Also ich glaube, wir können, wenn wir die Höhle haben, einen Cut machen. Jo, wir machen jetzt sowieso danach der Höhle, wenn wir in Azalea City sind, Stopp. Das ist klar. Weil jetzt sind wir dann eine Stunde rum und dann... Ja. Diesen Part nennen wir dann Pokémon. Let's Play Pokémon, der Film. Ja, der Film vor allem, genau. Du bist auch so ein Film. Viel Filmlänge. So, Aquaknarre. Und ich bin das Vulpix, du mit Rückzucki bescheißen. Blödes Viech. Okay. Naja. Eigentlich mag ich Vulpix. Und, fast Level 20. Ude. Ach komm, mir fällt nicht mehr ein als das. Aber vielleicht reicht's jetzt für ein Level Up, wenn wir Glück haben. Und wie sieht's aus? Wenn ich laufe noch kurz ein bisschen rum. Genau. Ja, und da kommt eins. Das ist dann wieder die Zuverlässigkeit. Okay, es ist Level Up. Muss ich gar nicht mehr sagen. Ein männliches Onyx, das aussieht wie diese chinesischen Liebesperlen. Nun ja. Also, und damit Level Up Level 20, bevor wir überhaupt in der zweiten Arena waren. Und damit raus aus dieser Dreckshöhle. Weg hier, weg. Und damit willkommen in Azalea City. Ich wusste doch, der will kämpfen. Ich wusste doch. Der will, das erinnere ich mich noch. Ich glaube, der wollte auch noch die Telefonnummer. Ja, Tom heißt der, glaube ich. Jo. Kleinstein Level 11, wie süß. Und das andere waren Onyx Level 13. Ach, der hat zwei Pokémon? Ja. Ach so, ich glaube.
Level 13 war. Ich habe nur eins gesehen. Hm, egal. Ich habe zwei gesehen. Und er hat tatsächlich zwei. Also ich sollte... Macholo hat. Oh, Macholo. Macholo ist wie Cornholio. Und überlebt noch. Oh, Fußkick. Aua, der ging in die Säcke. Okay, ist tot. Und damit wurde der Tom besiegt. Du hast viel Schwung. Jo, nein. Oh, Mama ruft an. Ich habe beim Einkaufen nützliches Item gefunden. Ach, ein dekoratives Item. Wahrscheinlich eine Pummel. Ja, so eine Puppe, glaube ich, war das. Wahrscheinlich. Und wir sind in Azalea City und das ist ein dummer Rocket. Junge, Junge, so jetzt haben wir wirklich verdammt viel erreicht in der Stunde, du. Ja, da haben wir den Monat, in dem nichts war, wieder mitgemacht. Ja, das ist nicht unbedingt, aber wenn wir so ein paar Mal jetzt so auf die Dauer spielen, dann reicht das ja, da kommen wir ja locker vorwärts hier. Aha. So, dann würde ich sagen, Leute, wir speichern jetzt, denn ich denke, unsere Zeit ist jetzt über. Wir haben jetzt über eine Stunde jetzt aufgenommen. Das reicht jetzt erstmal. Und warum habe ich so viele Skype-Nachrichten? Keine Ahnung, es bleibt ein Mysterium. Leute, es hat mir auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch dir, Norman. Ja, auch. Ich hoffe natürlich auch, oder wir hoffen besser gesagt, euch hat es auch für jeden Fall Spaß gemacht. Das hoffen wir inständig. Und warum ist meine Stimme so laut? Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir kommen bald wieder mit Pokémon Gold. Das wird jetzt so öfters jetzt hochgeladen. Keine Sorge. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin, euer Status 33. Und euer Ash Ketchum. Au revoir. Ciao.